Hallo, heute hallo aus Innsbruck. Und ich mache in Innsbruck dasselbe, was ich auch in Wien mache oder in Graz. Ich sitze in der Straßenbahn und fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt. Warum? Weil das ist schnell, das ist bequem und das ist umweltfreundlich. Und deswegen bin ich heute auch hier, um gemeinsam mit Tirol da auch die nächsten Schritte zu denken und zu planen, weil es geht darum, wie können wir alle möglichst bequem, möglichst effizient und möglichst umweltfreundlich mobil sein. Und daran arbeitet man einerseits mit der Idee garantiert mobil, das heißt, dass jeder und jede von uns in jedem Ort in Österreich möglichst in einem stündlichen Tag doch öffentliche Verkehrsmittel hat, für die Wege in der Arbeit, in der Freizeit, im Urlaub und mit dem Ausbau der Infrastruktur. Vor 130 Jahren hat es in Innsbruck die erste Straßenbahn gegeben. Immer noch werden neue Trassen gebaut und das ist gut so. Und wir brauchen es im Nahverkehr und wir brauchen es im Regionalverkehr und wir brauchen es in der Bahn und auch daran arbeiten wir. Und eines meiner Herzensprojekte, das 1-2-3-Ticket. Wie kann man umweltfreundliche Mobilität noch für viel mehr Menschen in Österreich leistbar machen, um 3 Euro pro Tag mit einem Ticket durch ganz Österreich. Das ist unser Ziel. Dafür setzen wir uns ein. Daran arbeiten wir.